Genau, okay. Ja, Ladies first, ne? Ja. Also im Wörterbuch steht, dass Ismus bloße Theorie oder eine von den vielen auf Ismus endenden Richtungen in Wissenschaft, Kunst oder ähnlichen, ja, so, nochmal. Also im Wörterbuch steht der Ismus als bloße Theorie eine von den vielen auf Ismus endenden Richtungen in Wissenschaft, Kunst oder ähnlichen. Also so als Definition erstmal vielleicht. Apropos, hier steht noch Substantiv maskulin, deutet vielleicht schon mal eine Richtung an. Okay. Ja, ich könnte jetzt noch hinzufügen. Ja, letzten Endes sind ja Ismen irgendwo ne, Ideologien oder auch oder gewissermaßen auch philosophische Konzepte letzten Endes. Und die wiederum, die sich auf eine Art und Weise beeinflussen, wie die Menschen als die Welt betrachten und danach handeln. Ne, das ist ja ganz wichtig. Daraus ergeben sich halt unterschiedliche, ja, ich sag mal, Gesellschaftsformen oder Glaubensbekenntnisse, sage ich mal. Also das heißt zum Beispiel, ich meine auch im Kapitalismus, jetzt fange ich wieder an, ne? Kapitalismus ist ja, oder Sozialismus sind ja letzten Endes auch nur Ideologien oder da kann man natürlich jetzt streiten, gerade aus libertärer Sicht, ne? Wie weniger oder mehr konstruiert sie sind, aber am Ende des Tages, das hatte ich ja am Anfang oder vorhin schon angesprochen, vor der Aufnahme, ist ja irgendwie alles irgendwo Konstruktivismus, also ne, letzten Endes die Konstruktion der Welt, vor allem insbesondere durch die Sprache und durch soziale Interaktion wird ja, das wird ja daraus geformt letzten Endes. Und damit, mit Sprache schafft man sich im Endeffekt dann ja, gewissermaßen Bedeutungen, bildet halt diese Konzepte, von denen ich gerade sprach. Und das ist dann sozusagen die Wahrnehmung und vor allem Interpretation. Und letzten Endes sind das auch wieder vom Menschen unabhängig wohlgemerkt, individuelle Wahrnehmungen, die dann konstruiert sozusagen objektiv werden können. Das muss man festhalten oder sollte man festhalten. Genau, es Genau. wird abstrahiert und in ein Gedankensystem gepresst. Ganz genau. Sehr gut gesagt. So, ja. Ja, also ich hab mich gefragt, inwiefern, also es gibt natürlich ja gefühlte Wahrheiten, ja. Und da schwingt der Ismus sowieso immer mit. Wenn ich mir anschaue, Sexismus, Feminismus, da sind so viele Befindlichkeiten, die für mich aufgeblasen werden, wo dann ab einem bestimmten Punkt kein normaler Sprach Austausch mehr stattfinden kann, sondern das findet dann nur noch auf reiner Emotionsebene statt. Und wohingegen bei Rassismus es ja schon etwas ist, wo man eine ganze Gruppe von Menschen so abstrahiert, weil es einfacher ist, rein biologisch gesehen, Sachen sich logisch irgendwie zu vereinfachen, um vermutlich Energie zu sparen oder was weiß ich, was dahinter steckt. Aber es ist ja ein Phänomen, was Menschen erfahren. Und das ist ja trotzdem, also gerade bei Rassismus finde ich, ist es ja eine Tatsache, dass das stattfindet. Bei Sexismus weiß ich jetzt nicht. Und ich habe mich halt gefragt, wo fangen wir an? Also ist es, unterteilen wir das halt in verschiedene Ismen, in verschiedene Kategorien? Also keine Ahnung, es gibt ja auch Alkoholismus oder so weiter oder auch ökonomisch gesehen Ismen. Wo können wir anfangen, das ein bisschen einzuordnen? Ich würde da kurz noch was sagen dazu. Das ist auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast, weil gerade auch innerhalb dieser Ismen wird ja eigentlich nochmal werden Dinge völlig anders interpretiert. Ne? Also zum Beispiel, das Beispiel ist halt immer, dass man
Demokratie, also was Menschen unter Demokratie verstehen oder was Libertäre unter Demokratie verstehen. Also wir verstehen darunter halt Sozialismus, ne? Also weil es da halt schon eine formelle Sozialisierung des Eigentums gibt und da ist sozusagen, ist es eine Form von Sozialismus im Endeffekt. Genau, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich, da wiederhole ich mich eigentlich nochmal vom ersten Take, ist eigentlich genau dieses, was ja die Praxeologie letzten Endes ja auch kritisiert. Und zwar dieses, was der Tietke schreibt, da ist dieses spezifische, also von Theorien, Geschichte, von Mises ist das eigentlich, dieses spezifische Verstehen, so dass man als diese konstanten Relationen, die man halt aus den Naturwissenschaften hat, die man nicht feststellen kann, wo man dann sagt, Laborexperimente die Resultate sind letzten Endes, werden dann interpretiert, indem man sozusagen ja empirisch an die Sache rangeht, aber auch über Geschichtsdaten, um im Endeffekt diese Voraussage künftiger Ereignisse zu machen. Und dieses spezifische Verstehen ist letzten Endes ja genau eben der Punkt, dieses Relativieren. Ja, also ich will jetzt gar nicht auf Ayn Rand reingehen. Und die Kritik von den Praxeologen ist es eben genau zu sagen, zwischen diesen, wo diese weiche Wissenschaften beziehungsweise wo die eigentlich gegen denklogische Ansätze verstoßen, weil sie halt immer dieses persönliche Element oder gewissermaßen, also die Praxeologen sagen, diesen objektiven Standard reinpressen, der halt schlichtweg nicht testbar ist. Und demnach würde man eigentlich eine Wissenschaft, wenn man sie methodologisch untersucht, das ist halt Theorie und Geschichte von Mises, den methodologischen Dualismus verwenden. Also man nimmt sich sozusagen beispielsweise die Naturwissenschaft als Methode, aber gleichzeitig auch die Praxeologie, um, wenn es sozusagen natürlich, also mit Praxeologie ist ja was mit menschlichen Handeln zu tun, wenn es eine Wissenschaft ist, die auch, wo Menschen natürlich interagieren. Also ich meine, wenn ich mir Planeten anschaue oder Atome erforsche, brauche ich nicht unbedingt eine Praxeologie dazu. Das will ich bloß mal sagen. Aber mir fehlt noch mal was anderes ein. Aber ich will das eigentlich gar nicht sagen, denn vielleicht will ja auch noch mal jemand auf das einsteigen, was du gerade gesagt hattest. Ich habe jetzt wieder extrem komplett aus dem Faden gerissen. mag denn mal jemand anders was dazu sagen? Also ich finde diese Idee von diesem methodischen Dualismus finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil das auch eine Sache ist, die, also ich komme ja aus der Psychologie, die ja auch Freud mit der Psychoanalyse immer vorhatte. Freud hat sich immer sehr dagegen gewehrt, wenn die Psychoanalyse reduziert wird auf so ein medizinisches Setting. Also er hat immer gesagt, die Psychoanalyse ist kein reines Therapiewerkzeug. Das gehört nicht nur in die Psychiatrie, sondern die Psychoanalyse ist ein Tool, Neudeutsch, also er hat nicht das Wort Tool benutzt, das habe ich jetzt benutzt. Er sagt, die Psychoanalyse ist eine Art Tool, mit dem man eine weitere Dimension, sage ich mal, an Erkenntnis erschließen kann. Und dementsprechend wollte er, dass die Psychoanalyse Eingang findet in ganz viele Wissenschaften, also in die Soziologie, in die Naturwissenschaften, in Politikwissenschaften, in Geschichte. Überall sollte die Psychoanalyse halt als weitere Methode, deswegen finde ich diese Idee interessant von diesem Dualismus, noch mit aufgenommen werden, um Facetten abzugreifen, die mit den Methoden, Werkzeugen der Mutterwissenschaft, sage ich mal, der jeweiligen Mutterfachwissenschaft, nicht unbedingt zugänglich sind. Muss man im Rückblick sagen, hat nicht so gut funktioniert. Also Psychoanalyse ist weitgehend tot, sage ich mal, akademisch und kommt nur noch im Therapiesetting vor. Ich bin jetzt aber gerade dabei, diese ganzen alten Schinken zu wälzen und ich kann langsam verstehen, woher das kommt. Und es ist interessant, dass ausgerechnet Mises, hattest du gerade eben gesagt, auch diesen Gedanken hatte. Genau. Ich würde es mal erwähnen noch. Genau, also hat es ja auch von Kant irgendwie aufgegriffen, ne? Also den Apriorismus. Also dass man sich halt nicht nur induktiv methodisch annähert, sondern auch deduktiv. Ne? Das ist ja dann die Praxeologie als sogenannte Verballogik. Also dass man versucht, die Kausalitäten in deren Teile zu zerlegen, bis man sozusagen bis sie eigentlich in einer Argumentationsebene sind, die man eigentlich nicht mehr
weitergehen kann. Also die dann quasi eindeutig werden sozusagen. Und das ist nochmal ganz, ganz interessant, dass die eindeutig sind, weil es muss in der Praxeologie nicht schlichtweg darum gehen, wie in der Mathematik, dass ich eine Umkehrfunktion bilde oder halt zurückgehe, dass ich das beweisen muss oder was, sondern es geht halt darum, dass man verbal, logisch Aussagen tätigt, die dann eben erkenntnisunabhängig als wahr oder als falsch gelten, also dann deduktiv, ne, und nichts dazwischen und genau, und das beides halt zu verwenden, Deduktion und Induktion, ist dann eben genau das, was der Dualismus eigentlich auch, glaube ich, sagen möchte. Ich muss mal hinzufügen, das fand ich ganz interessant, was du gesagt hast, vielleicht hat das auch gar nichts damit zu tun, aber der Puster, ja, der Rolf Puster hat das auch irgendwie erklärt. Eigentlich letzten Endes, das, was Mises eigentlich in der Praxeologie versteht, dieses A priori-Denken, ist nichts weiter eigentlich als analytisch zu sein und dann hält analytisch und deduktiv. Er hat halt bloß das Wort praxiologisch verwendet. So, ne? Also es ist jetzt nichts irgendwie, eine super fancy Methode, die noch keiner entdeckt hat. Im Gegenteil, ich glaube, es geht ja noch viel weiter zurück zu den Spaniern, ich weiß gar nicht, wie die alle hießen, ich habe das gerade vergessen, aber und dann bis hin zu bis Aristoteles, glaube ich auch, ne? Man kann sozusagen, worauf ich hinaus will, ist über die miesische Praxeologie kann man noch viel weiter zurück. Selbst Bastiat oder Max Stirner haben auch schon so, ich sag mal, präpraxiologisch gedacht. Also diese analytische Komponente einzubinden, dass man nicht nur, was du gerade nämlich sagtest, also dass man so eine Art Dualismus verwendet, genau. Ja, das wollte ich eigentlich bloß mal sagen. Aber interessant, was du auch gerade gesagt hast, ja. Ich habe vergessen, was ich eigentlich vorhin sagen wollte, aber das ist auch nicht so schlimm. Also führt ein Ismus immer zu einem Gegenpol oder wie kann ich das verstehen mit dem, was ihr gerade gesagt habt, mit dem Dualismus? Also, wenn es eine Abstraktion und eine Theorie ist, muss es ja widerlegt werden können. Also gibt es quasi immer einen Gegenpol oder verstehe ich das jetzt falsch? Also eigentlich ist nur damit, also so wie ich das verstehe oder das, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass man die Denkkategorien, also der Kausalität, ne, also wenn dann und der Finalität ja. Die werden in unterschiedlichen Methoden anders gehandhabt. Also ein Naturwissenschaftler wird die Kausalität oder die Finalität anders benutzen als Naturwissenschaftler im Sinne von der empirische Prämissen auch dann Laborexperimente macht und dann seine Interpretation der Dinge, sage ich mal, darlegt. Das kann natürlich, das ist vielleicht ganz anders als in der Mathematik, die dann quasi, wie soll ich das erklären? Weiß ich nicht, also der Wissenschaftler versucht sozusagen, das hatte ich ja letztens schon, also alle Schwäne, ne, die bisher beobachtet werden, sind halt weiß. Dann sagt er, alle Schwäne sind weiß und dann ist die Prämisse, die ist halt wahr, aber die Konklusion am Ende ist halt falsch. So. Seine in Anführungsstrichen Laboruntersuchung oder Experimente oder sein naturwissenschaftlicher Standpunkt war, er hat halt bisher immer nur weiße Schwäne beobachtet, bis dann halt um 1700 der schwarze Schwan kam. Genau, die Deduktion, so wie das die Mathematik ja eigentlich versucht zu machen, dass man sozusagen vom Allgemeinen in das ins Einzelne analysiert, ist damit gemeint, dass es dann eigentlich immer und überall gilt. Also erkenntnisunabhängig, also die Mathematik. Vielleicht können wir das mal an einem Beispiel auch festmachen, habe ich gerade gedacht. Also vielleicht, es ist ja auch irgendwie, also gerade kocht das ja noch mehr hoch durch die ganze Gender-Debatte und so weiter. Die Gesellschaft wird irgendwie gepolt darauf, empathisch zu sein durch Sprache und die Gefühle der anderen zu achten, zum Beispiel jetzt. Aber inwieweit ist es denn erwiesen, dass das wirklich dazu führt? Also vielleicht gibt es irgendwie ein konkretes Beispiel, was wir mal auseinandernehmen könnten.
Du hast ja gedacht, jetzt stelle ich mal richtig fiese Fragen. Ne? So vor allem so richtig aus der Kalten. Da muss ich echt drüber nachdenken erstmal. Aber vielleicht hat der Heimatlose ja. Ich gehe einfach weitergehen den Ball. Einfach die Frage ans Publikum zurückgeben. Also ich kann, kurzes Beispiel, ich kenne das aus der Verhaltenstherapie, dass gesagt wird, jeder ist für seine eigenen Gefühle verantwortlich. Also man spielt den Ball auf sich selber zurück. Und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ja. Das wäre jetzt vielleicht auch mein Engel gewesen, tatsächlich, um nochmal vielleicht aufzuzeigen, woher auch dieser Einwand des Dualismus kam von Mises. Mit der Verhaltenstherapie hast du da eigentlich auch das perfekte Stichwort geliefert. Also die Verhaltenstherapie basiert im Wesentlichen auf der Theorie des Behaviorismus. Das ist das, was wir klassisch kennen. Pavlov, Konditionierung, operante Konditionierung, dann später mit Skinner. Das heißt, dass da die Theorie vertreten wurde, das Innenleben des Menschen entzieht sich einer naturwissenschaftlich zugänglichen Beobachtung, wie man das in der Physik oder in der Chemie kennt. Also wir können den Menschen wortwörtlich nur vor den Kopf gucken. Und das Einzige, was sich einer naturwissenschaftlichen Beobachtung zugänglich ist, das ist das gezeigte Verhalten des Menschen. Deswegen, ne, Behaviorismus, Verhalten. Und aus diesem Ausblenden der innerseelischen, innerpsychischen Zustände hat man dann halt gesagt, dass der Mensch nur reagiert. Also er kriegt aus seiner Umwelt, kriegt er Stimuli und aus diesen Stimuli bildet er dann eine Reaktion. Das heißt, er ist immer nur reaktiv. Ne? Dadurch wird er natürlich dann auch selber zum Stimulus, zum Beispiel für seine Mitmenschen. Und daraus hat man dann ganz viele tolle Konzepte entwickelt, wie eben diese Konditionierung, operante Konditionierung, die ja auch tatsächlich funktionieren und existieren. Das ist unstrittig. Aber von Mises hat das sehr kritisch gesehen. Für ihn waren die Behavioristen verkappte Marxisten, die, wie eigentlich jeder, für ihn waren das verkappte Marxisten und hat deswegen auf diesem Dualismus bestanden, weil er gesagt hat, in den Wirtschaftswissenschaften, das ist eben nicht so wie in den Naturwissenschaften. Wir brauchen einen anderen Methodenkoffer, wir brauchen einen anderen Weg zur Erkenntnis und hat deswegen diesen Behavioristen, wo man ja dann auch ganz schnell bei so einem Sozialingenieurwesentum ist. Also man kann ja, wenn der Mensch nur auf Stimuli reagiert, dann kann man ja die Stimuli ganz bewusst setzen, um den Menschen zu formen auch. Dem hat er eine Absage erteilt. Und das hat ganz massiv bei ihm Freud ausgelöst. Also Freud war 25 Jahre älter ungefähr als Mises, glaube ich. Beide aber führende Intellektuelle der damals Wiener Szene, so nenne ich es mal. Er hat sehr intensiv rezipiert, was die Psychoanalyse und diese Betonung von innerseelischen, innerpsychischen Prozessen eigentlich bedeuten und hat dann diesen Marxisten oder zaristischen, ja, Pavlov hat unterm Zar gearbeitet, eine knallharte Absage erteilt. Und wenn wir jetzt davon ausgehend sagen, dass das Problem bei diesen Ismen eigentlich ist, dass man die Menschen formen möchte und nicht akzeptiert, dass die Gesellschaft so ist, weil die Menschen sind, wie sie sind, dann kann man sich, glaube ich, auch dieser Gender-Thematik zum Beispiel annähern. Man kann sich Sexismus annähern, man kann sich Rassismus annähern, Kollektivismus natürlich grundsätzlich, wobei Sexismus und Rassismus ja eigentlich auch nur Spielarten von Kollektivismus sind, genauso wie Antisemitismus. Und dann wird es, glaube ich, ganz interessant. Weil am Ende ist es ja schon so, dass ein Ismus definiert wird und dann für ein Problem gleich eine Lösung parat ist, also oder die Lösung gleich geschaffen wird. Und wenn man dieser Lösung nicht zustimmt, wird man gewissen Restriktionen ausgesetzt, wo ja dann wieder Ismus dazu kommt. Und, der Fanatismus. Ja, genau. Und das finde ich total, also diese Abfolge von
wir definieren ein Problem, und alles, die ganze Rattenschwanz, was dann folgt, was dann psychologisch wieder dazukommt, das finde ich irgendwie total spannend, weil ja ganz viel ja doch reaktionär stattfindet bei den meisten Leuten. Bei mir auf der Arbeit wird gerade darüber diskutiert, dass Gender Pay Gap ja was total Beklopptes ist und meine weiblichen Kollegen sind dann ja ziemlich aufgebracht zum Beispiel. Also diese Wut und dieses Empörtsein über einen Ismus, der aufgebauscht wurde zum Beispiel. Ich habe gerade den Faden verloren, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also was ich da jetzt raushöre, das ist ja das, was bei vielen Ismen eine Rolle spielt. Das sind ja Glaubenssätze. Ne? Also man hat so eine Vorstellung davon, wie die Welt momentan ist und meistens auch eine Vorstellung oder ein reduziertes Bild für die Gründe, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und dann hat man aber, und das ist ein ganz wichtiger Teil, immer die Verheißung, sage ich mal, das Paradies im Hier und Jetzt zu errichten und also das irdische Paradies zu erreichen, und der Weg dahin ist klar. Und das hast du beim Gendern so. Ja, wir müssen jetzt alle nur das Gender-Mainstreaming machen und unsere Pronomen sagen. Und dann nähern wir uns der diskriminierungsfreien Gesellschaft an, die als das Paradies auf Erden dann skizziert wird. Das hast du beim Kommunismus, ne, also die klassenlose Gesellschaft genauso. Das hast du beim Rassismus genauso. Wenn du das so als eine Art Pseudo-Religion auffasst, psychologisch, dann bist du ziemlich nah bei Carl Gustav Jung, der sich damit sehr intensiv auch befasst hat, der in meinen Augen Borderline-Anarchist ist, mindestens aber Libertärer gewesen ist, auch wenn es damals das Wort vielleicht noch nicht gab oder noch nicht so en vogue war. Der halt auch diese Mechanismen skizziert, ne? Dass du halt, dass du dann halt irgendwann eine Clique an Führern hast oder so implizites Führertum, die halt quasi die Glaubenssätze auslegen, wie Schriftkundige und die Gläubigen, die sich dann, ne, die das dann auch als Ersatzreligion nehmen, weil das so ein bisschen die Spiritualität verdrängt, die dann auch anfangen, gegen Abweichler vorzugehen. Und ich glaube, dass das erklärt relativ viel von den Phänomenen. Und auch diese unangenehme Emotionalität, die du geschildert hast, die deine Kolleginnen verspüren, wenn jemand jetzt sagt, dass dieser Gender Pay Gap Quatsch ist, das klingt ein bisschen danach, als würde sich jemand angegriffen fühlen, tatsächlich, weil jemand seine Religion beleidigt hat. Ja, also wenn du einem Christen irgendwie sagst, ja, was da in deiner Bibel steht, das ist alles Käse, dann wird er wahrscheinlich das Gleiche spüren. Ja, es kam auch noch tatsächlich vom Chef selbst. Autsch, ja. Und genau, da ging eine riesen Diskussion auf jeden Fall los. Und sehr, sehr, sehr unangenehme Kommentare, die dann auch bei LinkedIn von irgendwelchen Kommunisten noch drunter kamen. Also es war ganz furchtbar. So gesehen, DDR war sowieso alles noch besser, weil alle gleich und so. Mhm. Aber egal, ich fand nur es unheimlich spannend zu beobachten, wie aufgebracht halt alle waren, die sich angesprochen gefühlt haben. Und genau da hast du ja auch den Gegenpol. Also du hast eigentlich immer einen Gegenpol. Ne? Es gibt Menschen, die halt für einen gewissen Ismus stehen. Ja? Und du wirst immer wieder Leute finden, die dagegen halten. Ja? Egal, um was es eigentlich geht. Ja? Dafür sind wir Menschen auch einfach viel zu verschieden, denke ich. Ich wiederhole mich wieder auf dem letzten Mal. Das schreibt auch Mises in die Gemeinwirtschaft. Ne? Dass halt immer alles versucht wird, die Kritik an der Lehre zu unterbinden. Ne? Also Mises hat ja auch dieses Zitat gehabt, dass man sich dann mit den Mitteln der persönlichen Beleidigung zum Beispiel dann wehrt, ne? Wenn man sozusagen deren Glaubenssätze in Frage stellt. Das ist auch ganz spannend. Mhm. Genau, was ich noch mal sagen wollte, was der Heimatlose gerade meinte, dass ja letzten Endes diese Ismen, ich sag mal, das Nirvana oder ein wohliges Versprechen
macht, wo sich dann alle die Händchen halten, ist halt der denknotwendige Unterschied ist halt eben der Weg, also wie der Weg dahin führt im Endeffekt. Und wenn man dann, glaube ich, gewisse Menschen hat, die sich das dann überkonstruieren, würde ich es jetzt mal nennen, in Anführungsstrichen, die haben dann sozusagen wahrscheinlich auch schon diese also nicht zwingend notwendig, weil das ist auch ein Bewertungsurteil, aber ich würde es halt als Adjektiv würde ich religiös nehmen, um zu sagen, dass man dann eben genau mit kratischen Mitteln im Endeffekt eigentlich schon sich da wehrt oder halt versucht, diese Dinge, also zu Kosten und auf Lasten anderer am Ende des Tages in die Wege zu leiten, um dieses Ziel zu erreichen. Ne? Das wollte ich bloß nochmal hinzufügen. Also das ist auch der Einfallswinkel, den solche politischen Ideologien auch vielfach wählen. Und das merkt man unter anderem daran, dass viele dieser Ideologien, der Leninismus hat es eigentlich vorgemacht, anfangen, Religionen zu bekämpfen. Warum bekämpfen sie Religionen? Weil sie den Platz der Religion einnehmen. Also sie nehmen, der Mensch an sich ist ein spirituelles Wesen, ein spirituelles Geschöpf. Also du kannst 10.000, 20.000 Jahre zurückgehen in der Geschichte. Du wirst immer eine Form von Spiritualität vorfinden in den verschiedensten Kulturen, bei den verschiedensten Völkern und auf verschiedensten Kontinenten, die teilweise relativ ähnliche Motive immer verkörpern. Da hat sich halt Jung sehr für interessiert. Aber vor allen Dingen war es halt da. Und jetzt im 20. Jahrhundert ist halt an diese eher metaphysisch ausgerichtete Spiritualität ist dann die Ideologie getreten, die Anfälligkeit des Menschen oder das Bedürfnis des Menschen nach Spiritualität ausnutzt, um halt ihre Weltbilder anzudocken und dann in diese geschlossenen Ideologien zu überführen. Und da ist es halt ganz wichtig, dass da auch die Religion dann abgetrennt wird. Ne? Also deswegen bekämpfen haben die Kommunisten das Christentum zum Beispiel so bekämpft. Deswegen haben die Nazis das Christentum auch bekämpft. Ne? Sie brauchen halt diesen Platz, den können sie sich nicht mit jemandem teilen, der dann irgendwie eine andere Heilslehre am Ende noch verkündet. Das ist ganz spannend. Tatsächlich könnte man jetzt, wir könnten ja mal, wenn wir schon mal, ich sag mal, 1, 2, 3. Die Geschichte, oder die also wie ist man historisch gewachsen sind, also gerade im Sozialismus, da habe ich mich jetzt gerade, also quasi wie der Sozialismus letzten Endes, wie er sich entwickelt hat, gerade so mit Marx, im Parallel eigentlich auch die, oder schon davor eigentlich, vor Marx, also im 18. Jahrhundert, der Kapitalismus sozusagen. Und das fand ich ganz spannend, was du gerade sagtest, denn also ich bin wieder jetzt bei der Gemeinwirtschaft, bei Mises sozusagen, der liegt eigentlich auch nahe sozusagen, also was wie Marx sein Denkgebäude schuf, ne? Also quasi die Antiwissenschaft, dieses Antidenken, die Antilogik, also er hat quasi die Allgemeingültigkeit der Logik widersprochen, ne? Also und er versucht halt so aus historischen Gesetzmäßigkeiten für sich Dinge ausfindig zu machen, um ich sag mal, die Weltgeschichte deterministisch so darzustellen, ne, dass sie halt logisch klingt, dass sie aber zum Sozialismus führen muss. Genau, das ist auch ganz spannend. Genau, historischer Materialismus von Marx und Engels, genau. Genau, und das, wenn man jetzt mal diesen Zeitsprung macht, in welchen, da fällt mir wieder der Begriff neuzeitliche Phänomene ein. Wir hatten auch mal darüber geschrieben, auf dem Discord-Channel. Zumindest war das auch mal Thema, wie sich letzten Endes auch die heutige, also die sozialistische Planwirtschaft, die sonst immer mit den roten Fahnen auf der Straße daherkommt, jetzt mit dem grünen Gewand kommt, ne? Und sogar so weit geschafft hat im 21. Jahrhundert bis in den Seminarraum in der Uni, beziehungsweise auch, dass heute irgendwie en vogue ist, dass da jede Staatsfunk Talkshow, sage ich mal, damit gefüllt wird. Das ist ziemlich unheimlich und irgendwo interessant, dass diese Indoktrination, diese Propaganda so tief mittlerweile in der Gesellschaft ist, dass da sind wir halt wieder bei dieser Auslegung und der Interpretation von, was ist zum Beispiel, was sind Ismen, also was ist Sozialismus für bestimmte Menschen, also für jemand, der sich als Demokrat beschreibt, wie gesagt. Der ist für mich zum Beispiel ein Sozialist. Aber ich höre jetzt wieder auf, ich wiederhole mich nicht. Ja, also aber ich finde das ganz,
Ich finde es auch ganz spannend, dass du sagst, dass der Mensch an sich und viele Urvölker ja schon immer spirituell waren oder spirituelle Wesen sind. Und man sieht ja, dass Menschen an irgendwas glauben wollen, indem sie auf diese Ismen aufspringen und sich das aneignen und das verkörpern. Also, keine Ahnung, ich bin Minimalist und so weiter. Also diese ganzen neuzeitlichen Trends, diese Identifikation als Ersatzreligion. Aber wobei Religion, ich glaube, soweit ich das im Kopf habe, heißt Religion auch nur auf sich selbst zurückführen im Lateinischen, aber ich will mich jetzt gerade nicht festnageln. Und das wiederum wäre ja wieder libertär, auf sich selbst gucken. Ja, also es ist auch mit diesem Begriff Sozialismus, ne? Das sind mittlerweile Bedeutsamkeitsurteile oder Begriffe, die, ich glaube, die haben nicht mehr die Definition, die sie eigentlich am Anfang hatten. Das ist auch wie die Betrachtung von Anarchismus, also des kommunistischen Anarchismus. Mhm. Die lehnen zwar auch die Privateigentum ab, genau, aber wenn man heute über Kommunismus redet, also was auch eigentlich eine anarchistische Form de facto, also was früher eine anarchistische Form gewesen wäre, ist heute de facto nicht mehr so. Ne? Also dem Sozialismus oder Kommunismus, der ist ja nur ein Schritt weiter sozusagen vom Sozialismus zum Kommunismus, aber es meint ja trotzdem immer noch das Gleiche im Endeffekt. Also zu verstehen, dass man im Endeffekt einen zentralen Planer hat, eine Befehls- und Lenkungswirtschaft, die im Endeffekt das Sondereigentum der Produktionsmittel völlig einer Entität abgegeben hat, die wir halt heutzutage als Staat bezeichnen. Genau. Aber dieser Einwurf, dass Religion ja was Individuelles ist, den finde ich da an der Stelle ganz wichtig, weil man aufpassen muss, glaube ich, dass man diese Ismen nicht zur Religion adelt. Und Jung hat da auch tatsächlich unterschieden zwischen Religion auf der einen Seite und Glauben auf der anderen Seite. Also er hat das voneinander abgegrenzt. Und im Wesentlichen ist es bei ihm so, dass Religion und Creed, heißt es im Englischen, bei ihm, weil ich das Buch tatsächlich nur auf Englisch vorliegen habe. Er sagt, Religion, das ist so diese individuelle Verbindung zu irgendeinem transzendenten, metaphysischen Element, zu Gott, die individuelle Beziehung zu Gott oder zu einem Weg in eine bessere Welt, wie jetzt beim Buddhismus zum Beispiel. Und der Glaube an sich hat das nicht unbedingt, das ist nicht transzendent, das ist, der Glaube hat eher was Soziales, der hat eher eine soziale Komponente. Da geht es viel um Gemeinschaft. Und ein ganz praktisches Beispiel, wir gehen mal zurück in die 50er Jahre, Osterzeit, sonntags in der Kirche, die ist voll bis auf die letzte Bank. Wie viele Leute da sind da aus religiösen Gründen, also wirklich wegen einer individuellen Beziehung zu dem christlichen Gott? Und wie viele sind aus Glaubensgründen da, also aus der sozialen Komponente heraus, also mit ihren Mitmenschen da zu sein und an einer Sache teilzuhaben? Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, glaube ich. Das ist jetzt sehr pluralistisch mittlerweile, ne? Aber ich glaube schon, dass man, also ich dachte gerade an die Politisierung, deswegen sage ich pluralistisch, von zum Beispiel des Islam. Ne? Das ist heutzutage dermaßen, ich sag mal, unter einem schlechten Gewand durch die Politisierung, dass man, ich sag mal so, dass die Medien, die Propaganda, dass diese Religion als teilweise, weiß ich nicht, ich will jetzt gar nicht viel sagen hier an der Stelle, hinstellt, wobei es eigentlich doch für viele Menschen genau dieser Aspekt des religiös, diese Religion ausführen sozusagen ist, also dass man in sich selbst führt, also individualistisch führt. Und da gibt es ganz viele Menschen, also ich weiß, ich kenne keine Zahl, aber im Endeffekt gibt es trotzdem diese Menschen, die sie halt für sich, ihre Glauben, ihr Selbstfinden, sage ich mal, so eine Art, ich sag mal, stoisches Verhalten, ja, an den Tag legen, eigentlich so diese Religion eigentlich leben, aber letzten Endes das durch Etatisten eigentlich verunglimpft wird. Also dass das komplett anderen Charakterzug bekommt und dann erst durch die Politisierung eigentlich erst das in den Weg des Bösen eigentlich geht.
Ja, es wird zur Waffe gemacht, ne, am Ende. Das ist, glaube ich, so ein Element, dass die Religion an sich, da das ein individuelles Element eigentlich vorwiegend hat, kann man die nicht gut zur Waffe machen. Aber wenn du dann das Ganze auf den Glauben reduzierst und dann orthodoxe Dogmen, sage ich mal, erlässt, du musst dies und jenes tun und dies und jenes musst du lassen, sonst passiert das, also Gesetze erlässt, Verhaltensnormen setzt, dann fängst du an, soziale Kontrolle auszuüben. Und das kannst du sehr, sehr leicht als Waffe einsetzen. Also wir erinnern uns an die Kreuzzüge. Ganz, ganz klassisch, hat mit einem individuellen Bezug zu Gott genau gar nichts zu tun. Das hat sich die Kirche als institutionalisierte Form des Glaubens ausgedacht und durchgesetzt. Und das ist, glaube ich, dann auch, wo viele Ismen drauf einzahlen. Also weniger dieses wirklich individuelle Beziehung zu irgendwas hin zu diesem sozialen Aspekt, zu dem doch Orientierung gebenden Normen und Dogmen. Klingt auch ein bisschen nach Bitcoinismus, würde ich jetzt mal sagen. Also das Zusammenraufen von Menschen, wo man denkt, ah ja, die sind irgendwie gleichgesinnt, das zieht sich ja auch schon irgendwie durch. Die Aussagen, wenn man Bitcoiner trifft, dann fühlt man sich gleich aufgehoben und so weiter. Und da, gewisse Normen und Verhaltensweisen, die wünschenswert sind, es bestärkt mich immer mehr darin, dass es eine Religion ist oder ein Ismus. Also ich hatte vorhin mit Scala dazu geschrieben mal und hatte da auch erwähnt, dass so, ich sag mal, psychoanalytisch Bitcoin alles mitbringt, was man braucht, um einen Kult zu gründen. Mhm. Auf jeden Fall. Also da würde ich mitgehen. Mhm. Genau. Ja, ich finde es halt immer, also man muss es halt, es kommt immer drauf an, ne? Es ist halt schwierig, also ich würde es aus der praxeologischen Seite wieder natürlich betrachten. Also ich sehe erstmal eine Gruppierung, Menschen bilden halt immer Gruppierungen, es ist halt eben so, Kollektive, was aber nicht heißen soll, dass sie gewissermaßen kollektivistisch an der Sache, sage ich mal, herangehen. Ich sag mal so, die Interpretation von einem Geld, was mehr ist als ein Geld, solange wie das nicht irgendwie, ich sag mal, auf eine feindselige, kratische Art ausartet, sondern dass es immer noch auf einer prosozialen Ebene passiert. Also dass man, ja, zum Beispiel, ich würde jetzt einwerfen, zum Beispiel Eskapismus wäre jetzt vielleicht nochmal so ein verwandtes Wort, was du gerade erzählt hattest, Luna, insofern, dass man sagt, okay, die Bitcoin-Bubble konzentriert sich jetzt extrem stark auf Nostra, weil sie sozusagen unter sich dann ist und auch diese Toxizität der Normies nicht mehr mitbekommt auf Twitter. Ne? Mhm. Aber dieser Eskapismus kann, also es kann was Schlechtes sein, wenn man sagt, okay, das könnte vielleicht auf Social Media, sage ich mal, ich nenne es mal Netzwerkeffekte kosten im Sinne der Adoption. Aber andererseits könnte man auch sagen, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber dass der Eskapismus die Leute eher zur Ruhe bringt, dass die Leute eigentlich eher Synergien erzeugen, um Projekte voranzutreiben, ob das technische sind, ob das Events sind oder was auch immer. Also es können so zwei Seiten sein. Und ich glaube, das meinte ich nämlich genau damit, solange wie sie eigentlich auf einer individuellen Ebene du das eigentlich auslebst. Und das macht zum Beispiel 21 ganz gut, finde ich. Also das kenne ich nur dort, muss man sagen. Aber das sind auch wieder die Leute, die ich persönlich kenne und vor allem auch schon sehr freiheitlich sind. Die erkennen auch diese individuelle Stärke, die man hat. Man kann jederzeit das Ganze sein lassen. Also man unterwirft sich niemanden. Also es gibt keine Bevormundung, es gibt keine Deutungshoheit. Aber es gibt natürlich im Bitcoin-Space wiederum Beobachtungen, die das genau in diese Richtung eben gehen. Und auch deswegen glaube ich nämlich, was du gerade angesprochen hast, ich sag mal, in Richtung kollektives oder kollektivistisches, meine ich, kollektivistisches Verhalten gehen. Und da sind ja in kurzer Zeit auch wieder Dinger, hervorgetreten, wo man sich genau solche Fragen stellt, also was, dass es gewissermaßen religiöse Tendenzen hat. Ich habe gerade einen anderen Gedanken, ist vielleicht ein bisschen Sprung, aber ich habe in meinem Umfeld Menschen, die
von Rassismus betroffen sind. Und ich finde das Thema extrem schwierig, weil ich das nun mal nicht bin. Klar, ich bin eine Frau, aber ich ehrlicherweise empfinde nichts irgendwie als in irgendeiner Art und Weise so, dass ich denke, ich werde benachteiligt oder was auch immer. Da bin ich irgendwie anders eingestellt. Aber ich frage mich halt, inwiefern ist Rassismus ein Sonderfall in diesem Ganzen oder ist es auch was Kollektivistisches? Ich würde fast sagen, also, dass Rassismus so mit die natürlichste Form von Kollektivismus eigentlich ist oder die naturnächste Form von Kollektivismus ist. Also ich glaube, viel, viel mehr an die reine Lehre des Kollektivismus kann man nicht rankommen, als Menschen nach arbiträren äußeren Merkmalen oder zugeschriebenen Eigenschaften in eine Gruppe einzuteilen und dann diese Gruppe schlecht zu behandeln. Also ich glaube, Sexismus und Rassismus sind und Antisemitismus als besondere Form des Rassismus sind sehr, sehr nah dran an so einer Art Urkollektivismus. Das ist ja eigentlich schon, du hast das auch vorhin geschrieben, ist ja eigentlich schon der Ethnosozialismus, der ja sozusagen mit diesen fremdenfeindlichen, rassistischen Überzeugungen einhergeht, also und auch gewissermaßen rechtsextreme Ideologien schafft, um halt, ja, keine Ahnung, um diese ja, die Bedeutung von, ich sag mal, nationaler Identität oder irgendeine Art von Souveränität einer Gruppe oder einer Strömung, besser gesagt, ja, zu zeigen. Ja, das macht Sinn. Ja, Rassismus, ne, das ist, ich weiß nicht, ich hatte versucht, gerade mich zu erinnern auch, ich glaube, der Jan hatte im Praxiolog mal irgendwas erwähnt, aber ja, das ist auch wieder so, also Rassismus ist ja auch wieder so ein, ja, also ihr habt es ja gerade gesagt, so ein Kollektivismus, aber auch wieder so ein Bewertungsurteil, ja, aus praxiologischer Sicht. Vorurteile, Stereotypen, darauf tut sich das menschliche Handeln, also das Analysieren menschliches Handeln, konzentriert sich nicht darauf, auf irgendwelche Vorurteile und Stereotypen. Die betrachtet halt die Individuen rational, weil sie ja sozusagen die, weil diese letzten Endes auf die Präferenzen und Ziele basieren, wie sie handeln, genau. Und deswegen sind diese Merkmale unwichtig. Das, warum ich gerade so gestottert hatte, ich hatte schon wieder das nächste im Kopf, das ist auch ein interessantes Thema, ist auch dieses Thema Diskriminierung, ne? Das ist ja auch so ein Thema, das ist ja, geht ja eigentlich so ein bisschen einher. Und ich glaube, a priori, also aus libertärer Sichtweise ist es natürlich völlig legitim, dass ich diskriminieren kann. Also das finde ich als Erkenntnis unabhängig insofern, da ich mein Eigentum schützen möchte. Das heißt, erstmal mein Eigentum an mir selbst, aber auch erweitert. Das, was letzten Endes beispielsweise mein Grundstück ist, was ich sagen will, ist, ich würde halt auch nicht jeden auf mein Grundstück lassen. Und da spielt es keine Rolle, welche Bewertungsurteile ich dazu habe, was da mein subjektives Befinden ist. Ich kann dann halt diskriminieren, so wie ich will. Das heißt ja noch lange nicht, ich spreche jetzt gerade im Geiste Hoppe, dass ich mit den Leuten ja nicht verkehren will, im Sinne von im Handel an sich. Ich muss ja aber nicht innerhalb meines Eigentums mit denen verkehren, sondern das, was ich letzten Endes verkehre, also Handel betreibe, ist ja das, was ich an Eigentum abgebe oder auch nicht abgebe. Also, was heißt doch abgebe? Entweder ich zahle oder ich gebe ein Produkt oder Dienstleistung her, was ja letzten Endes ja, vom Eigentum abhängig ist, was man hat. Genau. Aber die Diskriminierung an sich bedeutet ja auch erstmal, glaube ich, sowas wie unterscheiden. Also ich ein Beispiel von dir jetzt aufgegriffen mit dem Grundstück. Du möchtest nicht jeden auf deinem Grundstück haben. Ich denke, da ist so eine wichtige Unterscheidung, die man trifft. Ist das ein Unbekannter oder ist das ein Freund? Ja, also ich diskriminiere Menschen, die ich sehe, in die Schema Freund und Unbekannter. Der Unbekannte darf mein Grundstück nicht betreten, der Freund darf es erstmal betreten. Und auf dieser Ebene ist Diskriminierung absolut legitim. Ich glaube, was man aber davon abgrenzen muss, das ist halt diese feindselige Diskriminierung.
Also diese Diskriminierung, die nicht rationalisierbar ist, die dazu genutzt wird, auch wieder eigentlich als Waffe genutzt wird, um Menschen aus welchen Gründen auch immer schlechter zu stellen oder auszuschließen von irgendwas. Und das ist, glaube ich, ein sehr unterschiedliches Motiv. Also wir bringen ja auch jedem Kind bringen wir bei, allein schon aus Selbstschutzgründen, zwischen bekannt und unbekannt zu diskriminieren. Du steigst nicht zu einem Unbekannten ins Auto. Ja, das kriegt jedes Kind beigebracht. Und das hat auch einen Grund, dass das Kind lernen muss, dazwischen zu unterscheiden, zwischen diesen beiden Konzepten. Absolut. Und es ist ja auch von Kultur abhängig. Also bist du in Nepal, dann bist du als Tibeter schlechter gestellt zum Beispiel. Aber als Nepalese in Saudi-Arabien bist du anders, also bist du auf jeden Fall anders gestellt als Saudi-Arabier, weil du da fast quasi versklavt bist. Also es ist ja auch ein, je nachdem, wo du bist, in welchem Kollektiv, ist genau diese Unterscheidung ja auch wieder anders. Das meinte ich aber auch vorhin. Ne? Ich meine, menschliches Handeln ist halt psychologisch, ne? Also die Ziele sind halt schon subjektiv, also etymologisch würde Mises sagen. Die Betrachtung von außen, okay, das könnte man, also stimme ich voll zu, dass man zwischen Bekannter und Unbekannter sozusagen unterscheidet. Aber aus meiner Sicht jetzt zum Beispiel, also für mich persönlich, das ist jetzt auch wieder ein Bewertungsurteil, ne? Aber ich finde das schon, also ich gehe auch diesen Weg natürlich, dass ich sage, ich unterscheide zwischen Bekannten und Unbekannten, das lernt man halt ganz einfach. Allerdings auch die Fairness halber zu sagen, okay, es gibt halt unterschiedliche Ethnien, es gibt halt unterschiedliche Kulturen. Und gerade aus dieser, also worauf ich hinaus will, ist aus dieser libertären Sichtweise hat sich eigentlich empirisch ergeben, dass sich eigentlich erst Inhomogenitäten, also Menschen unterschiedlicher Kulturen, eigentlich dazu geführt haben, dass es halt zu mehr Austausch, mehr Kooperation, also letzten Endes zu mehr Arbeitsteilung und Ergiebigkeit dazu führte. Und das ist auch so ein bisschen so die Idee eigentlich, ne, dass man eigentlich die Komponente Mensch, Menschen machen Fehler, Menschen sind unterschiedlich, dass man diese Empathie am Ende des Tages trotzdem hat und braucht, um überhaupt handeln zu können oder zu kooperieren, überhaupt zu interagieren, interpersonell. Also die ist halt wichtig. Mhm. Deswegen alle vor Kopf zu stoßen, ist natürlich, kann ich nicht bewerten, das möchte ich auch gar nicht bewerten, aber aus menschlichen Gründen, empathischen Gründen finde ich es halt absolut befremdlich oder schwierig vor allem. Vor allem, es gibt ja auch einfach so Grund Verständigungen, die man als Mensch immer versteht. Also ein Lachen oder eine Geste mit der Hand, die irgendwie willkommen heißt oder so. Also es gibt ja auf unterschwelliger Ebene Kommunikation, die immer stattfindet, die auf jeden Fall was mit Empathie natürlich zu tun hat, aber die ja auch einprogrammiert ist und das weltüberspannend begriffen wird. Und wenn dann aber was hinzukommt, womit man sich dann wieder identifiziert, zum Beispiel mit einer Sprache oder mit einem Land, Nationalität oder so, dann spielt sich das Ganze ja wieder auf einer ganz anderen Ebene ab. Und oder beim Fußball, wenn einer in deinen Garten kommt und hat einen Schal von einem Fußballverein an und du bist aber Fan von was anderem, willst du dir dann auch in deinen Garten lassen? Also Merkmale, die man sich dann aneignet und sagt, man ist dies und jenes, trennt ja dieses Grundverständnis eines jeden Menschen. Also, oder Grundverständigung von Menschen. Sehr schön. Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Also ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich habe fertig. Mic drop. Wisst ihr nochmal, oder wollt ihr nochmal irgendwie zurück auf das Bitcoin-Thema? Ich glaube, die meisten haben jetzt schon abgeschaltet.
Nee, ich wollte es nur, es war ein in Klammern. Ja, ist gut. Ja. Nee, ich glaube. Also wir müssen jetzt nicht hier die Zeit totschweigen. Wir können, also wenn euch noch was einfällt, können wir gerne noch mal auf was eingehen. Was man machen könnte, ist, was mir vorhin auch entfiel, war die Diskussion oder die ewige Schlacht ist ja eigentlich, dass die Sozialisten es extrem einfach hatten, eben durch Sprache, durch ideologische Glaubenssätze, durch Antilogik, würde ich es nochmal nennen, von Marx, immer das Einfallstor in die Psyche der Menschen es extrem leicht hatten, wenn man jetzt nicht gerade, weil die sozusagen das Ziel, was die verfolgen, also was die versprechen, der Sozialismus an sich, ist erstmal das genau das Gleiche, was eigentlich Kapitalismus verspricht, nur ist erstmal der Weg dahin oder die Wege dahin sind unterschiedlich. Beim Sozialismus nicht durchführbar, ne, das wissen wir ja. Nur was man darin verspricht, also wie das passiert und was dann am Endeffekt, also was das Ziel ist, das hat ja immer mehr Anhänger sozusagen gefunden. Und gerade eben aus dieser aus Sicht des Interventionismus ist ja jetzt gerade so der neuzeitliche, sage ich mal, Begriff dafür heutzutage des Sozialismus, ne, Interventionismus, dass sich das halt durchgesetzt hat, ne? Und die abendländische Tradition eigentlich Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts beerdigt wurde, kann man fast sagen. Und das ist halt irgendwie ganz interessant, obwohl ja der Kapitalismus oder zumindest ich würde sagen, klassischen Liberalismus würde ich es eher einordnen, und natürlich heute oder weitergeführt die anarchokapitalistische oder Ideen und den Anarchismus an sich, würde ich es vielleicht nennen, einfacher oder logischer vor allem ist, wenn man natürlich durchsteigt und trotzdem diese Logik heutzutage fast, also man wendet die an, man kann zum 10. Mal jemanden widerlegen. Allerdings sind dann diese Glaubenssätze, diese religiöse Gedanke des Individuums, was an dieser Demokratie oder was auch immer glaubt, an Gelddrucken bis zum Abwinken, keine Ahnung. Trotzdem, das Grundgesetz. Ja, perfekt. Das ist ein gutes Beispiel. Ne? Also, ne, wie krass durchreformiert dieses Grundgesetz wurde, das hat nicht mal annähernd was zum Beispiel mit dem Commonwealth oder irgendwas mehr zu tun. Es versucht so diese Hülle zu wahren, ne, dass man, ich sag mal, mit Grundrechten aller Menschenwürde und so ein Kram da argumentiert. Aber dem ist ja nicht so. Also wo ist denn die Menschenwürde, wenn ich vergesse, GEZ zu zahlen? Oder plötzlich irgendwas sage, was gegen irgendwelche Glaubenssätze des Klimasozialismus geht, dann wirst du halt moralisch denunziert öffentlich. Und also dieses Grundgesetz ist schon so kaputt in den ersten paar Zügen. Also ja, du wirst irgendwas sagen, Heimatlose. Ja, also auf jeden Fall. Grundgesetz triggert natürlich jetzt maximal. Also man könnte bei jetzt was jetzt relativ neues, ein relativ neues Phänomen ist, glaube ich, in der öffentlichen Debatte in Deutschland, also ich sage mal neu, jünger als 10 Jahre, das sind hier diese Grundgesetz-Ultras, die es da zum Teil gibt, diese Verfassungspatrioten. Zumindest habe ich das so beobachtet, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Und da hat man manchmal den Eindruck, dass diese Phrasen aus dem Grundgesetz, sowas wie die Würde des Menschen ist unantastbar, dass das so eine Art modernes Vaterunser geworden ist. Und zwar auch so fast so eine ritualisierte Handlung. Also es wird immer wieder so monstranzartig vor den Menschen hergetragen. Ja, die Würde des Menschen, die ist doch unantastbar. Und das hat irgendwie, und dann drehen sie sich um, ja, dann drehen sie sich um, okay, und machen eine linke Frau. Du warst gerade kurz weg. Kannst du kurz nochmal das? Genau, du warst so 15 Sekunden weg. Ach, verdammt. Was war das Letzte, was ihr gehört habt? Das war gerade so gut. Ich war so in Rage. Ach so, ja.
dieses, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das wird wie so eine Monstranz vor sich hergetragen und runtergebetet, um sich dann umzudrehen und zum Beispiel eine linke Frau, die gerade ein Falschdenk gemacht hat, aufs Übelste sexistisch niederzumachen. Also ich glaube, es gab auf Twitter niemanden, der Sarah Wagenknecht, ich bin weit weg ideologisch von Sarah Wagenknecht, aber ich glaube, es gab auf Twitter niemanden, der Sarah Wagenknecht so widerlich sexistisch angepumpt hat, wie die Leute, die irgendwie Grundgesetz Ultra oder FDGO in ihrer Twitter-Bio drin stehen hatten. und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Und ich glaube, dass das hat so ein bisschen den Charakter von dem Vater Unser runterbeten, was die Kreuzritter vorher gemacht haben, bevor sie dann in Jerusalem irgendwie die Stadtbevölkerung massakriert haben. Ich glaube, das hat einen ähnlichen Charakter. Krass. Ich glaube, dein kurzes Lag hat was damit zu tun, dass der Verfassungsschutz gerade bei dir. Ja, die haben sich gerade aufgeschaltet. Ja, ne? Genau. Und ich glaube auch, gerade dort in diesen Reihen, da glaube ich auch ganz stark, dass da solche Ultras sind. Also ich glaube, das ist die höchste Konzentration wahrscheinlich mit. Ja, ich glaube aber vor allen Dingen, also du hast ja wie so Rollen, ne? Also du hast ja auf der einen Seite sowas wie Schriftkundige, die auch ermächtigt sind, die Schrift auszulegen, die Heilige Schrift. Das ist sowas wie das Bundesverfassungsgericht. Dann hast du Leute, die die Botschaft verkünden. Das ist sowas wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Du hast Leute, die auch an der Schriftauslegung zum Teil beteiligt sind, aber die Schrift sogar fortschreiben dürfen. Das sind die Parlamentarier. Also du hast so jede Rolle, die du so in einer Religion hast, die kannst du eigentlich bei diesem Verfassungspatriotismus auch besetzen. Ich hatte da irgendwas mal gelesen auch, aber fällt mir nicht mehr ein. Will mich auch gar nicht so weiter zu äußern. Du hast es eigentlich... Und dann gibt es die Ausführenden in den Ämtern, die Beamten, die darauf trainiert sind, so zu denken, wie es eben eigentlich überhaupt gar nicht im Menschen verankert ist. Also das ist ja was Antrainiertes, was Erlerntes und das dann wiederum auf die gesamte Bevölkerung übertragen wird. Mit immensen Strafen, wenn man das eben nicht macht. Ganz genau. Finanzamt zum Beispiel. Ja. Quasi, also auf der einen Seite hat man diesen Kirchenkörper, sage ich mal, der dafür sorgt, dass die Organisation läuft. Das sind so die Verwaltungsbeamten und insbesondere natürlich auch die Finanzbeamten. Und dann auf der anderen Seite hat man es sogar geschafft, so eine Art Inquisition auf die Beine zu stellen, die einfach nur den Zweck hat, Menschen zu oder Stimmen rauszudrücken, die der Religion in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden können oder diesem Staatskult in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden können. Das fängt damit an, dass man mittlerweile da angekommen ist, dass Menschen Hausdurchsuchungen kriegen, weil sie den falschen Tweet liken. So, das hat was Inquisitorisches. Also das ist dann tatsächlich die Fortsetzung von diesem, also wenn man sagt, es gibt, um bei Jung zu bleiben, es gibt die Religion, das ist individuell, dann gibt es den Glauben, das hat diese soziale Komponente. Und wenn man das dann noch steigert, diese soziale Komponente, dann ist man dann tatsächlich beim Fanatismus. Und das hat wirklich fanatisch-inquisitorische Züge zumindest. Ja, voll. So, jetzt habe ich mit meinem Monolog alles erstickt. Nee, weil ja on point war es. Genau, ich glaube sogar, wir könnten das eigentlich erstmal so dabei belassen schon. Also seitdem ihr wollt jetzt noch eine Weile, ich würde sogar den Ali Daji, wenn du möchtest, kannst du da gern ein Schlusswort sagen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es nicht so mein Thema gewesen ist. Also ich höre sehr gerne zu und habe mich auch ein bisschen damit befasst. Ich habe gedacht, dass wir eigentlich bei diesen Ismen so ein bisschen bleiben, aber ich wollte da vorhin den Redefluss einfach nicht unterbrechen. Mir ging es in meinen ersten Gedanken eigentlich eher darum, wie entsteht eigentlich so ein Ismus? Also in Bezug auf Gedankenketten. Also man verknüpft irgendwelche Dinge miteinander, man fängt an, Dinge zu verallgemeinern und geht dann über zur Idealisierung und dann Richtung Ideologie und endet letztendlich immer mit einer Emotionalisierung des Ismus, die man da letztendlich auch vertritt.
ja, das wäre so mein Thema jetzt vielleicht noch. Vielleicht kann da jemand noch was zu sagen. Also ich bin, wie gesagt, nicht so in dem Thema drin, aber das ist das, was ich mir hier so als Notiz mit auf den Weg selbst gegeben habe. Ja, du kannst ja kannst das ja leiten. Oh, schwierig. Siehst du denn Ismen in deinem Umfeld oder bist du also kann, ja, bist du, hast du dann Radar für sozusagen? Radar würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, fällt einem rückblickend immer mal wieder eine Situation ein, sei es jetzt im privaten oder im kollegialen Umfeld auf der Arbeit, fallen bei mir immer mal wieder Situationen ein, wo man das letztendlich, ja, wo mir das jetzt auffällt. Aber da jetzt präzise auf bestimmten Ismus einzugehen, das weiß ich jetzt gar nicht. Also diese Gender-Thematik ist bei uns zumindest oder bei allen eigentlich, hattest du ja auch schon erwähnt, auf der Arbeit ein Thema. Ich finde das ganz schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt nicht die Pay Gap, natürlich nicht. Aber dass es so von oben nach unten, ja, aufdiktiert wird. Weiß nicht, da habe ich ein tierisches Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass ja, das quasi eine Minderheit versucht, mir irgendwas aufzudrücken, das ist ganz schwierig für mich. Ganz interessant. Das hatte, glaube ich, das habe ich beim Anthony Miller mal jetzt gelesen, kürzlich, glaube ich zumindest. Es geht halt auch immer ganz, ganz oft darum, dass man bestimmte Themen oder bestimmte Personen einfach ganz häufig und ganz oft immer wieder den Leuten, also propagandistisch wohlgemerkt, vor die Füße wirft. Also damit man selbst so in gewissermaßen so einen Vertrauenscharakter erstellt, damit man sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr befremdlich, das klingt ja eigentlich ganz nett, das ist ja sozial, das ist bürgerlich, wie, was auch immer, was das für tolle Adjektive haben kann, positive. Und dass man irgendwann an den Punkt kommt tatsächlich, dass man das so annimmt. Ne? Also viel durch Kommunikation am Endeffekt passiert das ganz einfach. Da ist es natürlich, wie sagt man, ontologisch, ist es dann wieder unabhängig vom Menschen, in welche Gefilde er strickt. Keine Ahnung, ihr kennt das vielleicht selbst, also gerade bei den Bitcoinern, nachdem sie irgendwie, wie sagen die immer, die haben die Orange Pill geschluckt, was man eigentlich für Ansichten hatte, was man für eine, ich sag mal, in Anführungsstrichen Demokratie gelebt hat und dann plötzlich erkannt hat, was geht hier eigentlich alles schief oder was irgendwas ist komisch und plötzlich verstehe ich, was hier kaputt ist, so nach dem Motto. Ne? Dem musst du natürlich, der ist natürlich komplett abgehärtet bei sowas oder ein Libertärer. Ne? Aber letzten Endes gibt es dann wiederum eine große Schnittmenge an Menschen, die da im Endeffekt für sowas extrem anfällig sind. Ne? Und je nachdem, in welchen Kreisen die, sag ich mal, unterwegs sind, umso hartnäckiger und konstruierter und werden die Glaubenssätze, sage ich mal. Ne? Und deswegen ist es klar, ja, wenn solche Konzerne wie der größte Flohmarkt, den es gibt online, ich will jetzt gar keine Werbung machen, schon CO2 Credit, also hier diese also so ein Konto anbietet, warum sollten wir das nicht machen, so ungefähr, ne? Also es ist wirklich so, es ist ohne Mist, also ich kann das in der IT beobachten, das ist gruselig, muss ich sagen. Aber ist es nicht interessant, dass sich schon geändert hat, sage ich mal, von den Ismen des 20. Jahrhunderts jetzt zu den Ismen des 21. Jahrhunderts, was die Art und Weise der Durchsetzung angeht? Also es gibt ja nicht, wie das im 20. Jahrhundert war, die Partei, die von oben quasi die Orthodoxie festlegt und das von oben nach unten durchdrückt und dann mit einem Zentralplanungsbüro und entsprechende Nachrichtendienste, die das dann umsetzen, durchsetzen, Staatsfernsehen, gut, in Deutschland ein schwieriges Thema, aber
Das hat sich ja schon ein bisschen geändert. Also es ist ja sehr indirekt. Also wir haben ja, wenn wir jetzt über die EU reden und die Wirtschaftslenkung durch die EU, und ich halte die EU für ein ökobolschewistisches Monstrum, dann ist das ja nicht so, dass da wirklich festgelegt wird, welches Unternehmen jetzt was zu welchen Bedingungen und in welcher Stückzahl produzieren soll, sondern die haben sich ja komplett darauf verlegt, das Ganze indirekt zu machen. Durch irgendwelche ESG-Richtlinien zum Beispiel. Ja, und subtil, ne? Also durch soziale Medien, dass sich Menschen so vernetzen, dass sie überall auf der Welt sich zusammenraufen, sozusagen, also Gleichgesinnte finden. Ja. Und ganz schnell Ideologien verbreiten können. Durch auch Verharmlosung, Verniedlichung, irgendwelche kleinen süßen Videos oder was weiß ich. Und das verbreitet sich super schnell. Also zum Beispiel bei mir auch auf der Arbeit ist eine Kollegin, die gesagt hat, diese ganzen weißen Cis-Männer oder so, müsste man alle auf eine Insel fahren und dort so lange Gehirn waschen, bis sie es verstanden haben. So. Und da habe ich gesagt, okay, wow. Und wer bestimmt, was richtig ist? Und dann ist sie so ein bisschen zurückgerudert, aber das, auf dem Level bewegen wir uns gerade. Objektive Psychotherapie zur Erschaffung des besseren Menschen. Ja. Das klingt so ein bisschen nach Hilflosigkeit. Ja, voll hilflos. Ich denke eher an die Nazi-Ideologie gerade, aber naja, gut, das ist eine andere Richtung vielleicht. Ich hatte aber noch mal an was anderes gerade gedacht, als du das angesprochen hast, dass die, also ich hatte es ja auch vorhin schon mal gesagt, vor einer Stunde irgendwann, weil ich sagte ja, die Ideologie, gerade dieser Sozialismus, der nach Marx, also wie die sich ja heute, also wie die quasi heute fungieren oder funktionieren, gerade diese ganze letzte Generation und der Klimakleber, ne, sozusagen, ist ja, glaube ich, das eine oder dasselbe, egal. Mit welchen Mitteln die sozusagen Forderung durchsetzen, ihren Willen sozusagen aufoktroyieren, also wie jetzt das, was getan werden muss, nach ihrer Sichtweise, weil sie die vielleicht von irgendwelchen Scientisten aufgefasst haben. Das, wie dem auch sei. Aber der Punkt ist halt, worauf ich hinaus will, ist, dass ja eigentlich dieses bolschewistische letzten Endes, dieses zentralistische Aufoktroyieren durch Zwangslegitimierung, durch Rechtspositiv oder über Rechtspositivismus, dass das eigentlich genau wieder entgegenwirkt dem, was eigentlich diese letzte Generation macht, weil die machen ja genau Folgendes, die machen eigentlich das, was eigentlich der marxische Kommunismus eigentlich wollte, dass, ne, dieses Proletariat sozusagen, das Patriarchat, ich sag mal, zerstört, crasht, was auch immer, und dann, dass sich dann sozusagen aber trotzdem unter diesen Führer-Idols, also die ist ja trotzdem noch eine Gruppe, die sozusagen diese Bewegung ansetzen muss. Aber da wiederum eine Konzentration entsteht, die dann wiederum zu einer Diktatur letzten Endes führt. Aber ist trotzdem noch immer so eine pseudo-anarchistische Ansatz, würde ich das nennen, dass man versucht von unten als Masse gegen, also eine Art Sozialismus-Ableger, die letzte Generation per se gegen den Interventionismus irgendwie da aufzustoßen, sage ich mal. Also es sind so zwei verschiedene Pole, die da auch gerade aufeinandertreffen, so sehe ich das. Das so in den Raum geworfen. Ja gut, du hast so ein Establishment, sage ich mal, so ein staatssozialistisches Establishment auf der einen Seite und auf der anderen Seite jetzt so eine nachfolgende Generation, die den Machtkampf aufgenommen hat ein Stück weit. Und ich finde jetzt bei der letzten Generation besonders die letzten Forderungen, die sie aufgestellt haben, ganz interessant, weil sie ja jetzt eine zweite Front eröffnet haben. Also sie machen jetzt nicht nur massiven medialen Druck auf das staatssozialistische Establishment, sondern sie gehen ja jetzt auch noch hin und versuchen, die herrschaftslegitimierenden Rituale des Establishments auszuhöhlen. Also das Establishment funktioniert ja über diese Demokratie,
diesen Demokratiezirkus, der da aufgeführt wird. Und die wollen ja jetzt hingehen und wollen so einen Gemeinschaftsrat aufmachen. Also an den Mechanismen des Establishments vorbei soll da ja jetzt quasi so ein Gemeinschaftsrat gegründet werden, der dann, wo die Menschen angeblich zufällig ausgelost werden und wo dann Entscheidungen getroffen werden am, am Parlament des Establishments vorbei. Und das finde ich ganz interessant eigentlich, dass, dass man jetzt doch so aggressiv eigentlich vorgeht gegen die Leute, die einen ja eigentlich auch groß gemacht haben. Aber der Vatermord, der ist halt auch dem Sozialismus inhärent. Ja, absolut, genau. Aber das ist genau das, was auch Bakunin quasi, ich glaube, er hat, Bakunin war es, glaube ich, der das kritisiert eben hat, ne? Kommt das überhaupt hin? Doch, das haut hin. Also ich hatte das mal, ich hatte es auch mal gelesen. Vielleicht erzähle ich auch Scheiße und ihr glaubt mir das jetzt einfach. Aber der halt quasi als, als anarchistischer Kommunist eigentlich genau diesen marxischen Kommunismus da, da kritisiert hat. Ne? Also eben, weil es eigentlich immer noch auf dieser, es konzentriert sich immer noch auf eine Art von Zentralismus oder Führertum oder vielleicht auch Entstehung eines neuen Establishments unter der Marke der, des Proletariats, so nach dem Motto. Ne? Aber im Endeffekt ist es der gleiche Bullshit, das will ich damit sagen. Ja, ich bin ruhig. Ich habe nichts mehr. Spannend. Mhm. Ja, mega spannend. Okay. Ja. Ja, ich bin auch, ich, ja. Hast du jetzt einen Whisky doch aufgemacht? Nee. Das wirst du, du wirst mir dann vorhalten. Halt doch mal dein Maul. Nee. Das mache ich nächstes Mal wieder. Ja, jetzt habe ich angefangen mit Kraftausdrücken. Ja, Grüße gehen raus. Nee, alles gut. Ja, nee, dann würde ich jetzt gleich das Ganze mit euch beenden. Ja. Ja, hat mich erstmal sehr gefreut, ne? Und, ja, sehr gern mal wieder eine Runde auf jeden Fall in der Konstellation oder auch gerne andere natürlich. Und immer her mit Themenvorschlägen. Genau. Alles klar. Dann schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend.